Jeder Wanderweg ist einzigartig und hat sein ganz individuelles Profil. Diese Individualität kann sich besonders dann gut entfalten, wenn die zugrunde gelegte Qualität stimmt. Wie beim nun folgenden Wanderweg. Der Deutsche Wanderverband freut sich besonders, diesen nun auszeichnen zu dürfen. Die 12 Kilometer lange Paradiestour Burgruine Ahlbeck führt auf vielen kleinen Pfaden durch urige Wälder und Wacholderheiden. Gekrönt wird der Rundweg von der erhabenen Burgruine Ahlbeck. Die Burg aus dem 11. Jahrhundert gehört zu den schönsten im oberen Neckarraum und thront schon von weitem gut sichtbar auf einem steil abfallenden Bergrücken. Entlang des Weges bieten freie Hochflächen herrliche Ausblicke in das Neckartal und zur Schwäbischen Alb. Und für die Rast warten ganz besondere Riesen auf den Wandergast. 150 Jahre alte Mammutbäume spenden Schatten und bieten die perfekte Kulisse für eine Pause auf Liegebänken. Für die gute Pflege des Wanderwegs ist die sogenannte Schnelle Truppe in Sulz zuständig. Der heimische Wegewart des Schwäbischen Albvereins wird vom ehemaligen Stadtgärtner unterstützt. Das Gespann ist immer eilig unterwegs und wenn Arbeiten anstehen, erfolgt nach kurzer Zeit die Meldung, alles erledigt. Ein wertvoller Baustein für den Erhalt der Qualität auf dem erfolgreich nachzertifizierten Qualitätsweg Paradiestour Burgruine Ahlbeck.